Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Starstable am Donnerstag. Ich nehme gerade sonst Samstag auf, kurze Verwirrung, für wann die Folge ist. Auf jeden Fall ist es mein dritter Versuch, weil ich hätte erst vergessen, Pferd zu wechseln, deswegen war ich auch gerade im Transi. Und beim ersten Versuch dachte ich, hey, ich habe die Quest schon mal gemacht, aber nee, die habe ich dann nicht gemacht. Ja, toll, ne? Okay, also, warum kannst du die Aufgaben nicht beenden? Das ist jetzt vielleicht etwas peinlich, aber jetzt, wo die Pferde fast fertig sind und du einen so guten Job gemacht hast, dachte ich, warum kannst du die Aufgaben nicht einfach beenden? Ich meine, es wäre ja schon etwas unsinnig, wenn ich jetzt weitermache, wo du schon so viel geleistet hast, oder nicht? Genau, Anna, ich denke, dass du die Pferde satteln solltest. Was sagst du? Oh, vielen Dank, du bist die B-E-S-T-E-Beste. Okay, dann gehen wir die Pferde wohl auch noch satteln. Ich muss auf die Uhr gucken. 23 Uhr, okay. Ja, so geht's auch, es ist 23 Uhr, alles klar, Leute, es gibt eine neue Funktion, guckt mal. Man kann jetzt so schleichen. Das ist voll lustig. Das ist bei, dafür müsst ihr STRG einfach drücken und dann könnt ihr so schleichen. Waren es davor auch schon 5? Waren es davor nicht nur 4? Nee, es waren 5, oder? Leute, das ist so lange her, es war letzte Woche, wo ich es aufgenommen habe und ich habe keine Ahnung mehr. Und Leute, ja, ich mache jetzt, die Pferde und die Quest geht gar nicht mehr lang. Ich müsste mit Shayla auch noch machen, dass ich ein paar Quest-Pünktchen bekomme, wenn ich Zeit habe und Lust habe, weil ich wollte, habe jetzt erstmal versucht, wieder ein Spiel zu spielen, das auf meinem PC zu installieren, weil ich habe es auf meinem Laptop oder leckt ist. Und jetzt steht, dass ich das Spiel nicht habe und es hat Geld gekostet und ich habe keine Lust, es mir nochmal neu zu kaufen. Ja, da muss ich dann nochmal nachgucken morgen oder nachher oder so. Kommt drauf an, ob ich dann noch wach bin oder nicht. Wieso ducke ich mich? Ach, Mist. Okay, auf jeden Fall weiterlesen. Super, Anna. Das geht bei dir mit solchen Sachen immer so schnell. Vielen Dank für die ganze Hilfe mit den Pferden, Anna. Du bist wirklich die Beste. Jetzt muss ich mich für die Parade vorbereiten. Ich gehe davon aus, dass wir uns dort sehen. Oh, ich hätte das fast vergessen. Bist du so lieb und erzählst Loretta, dass ich die Pferde für die Parade vorbereitet habe? Ja, okay. Sag halt, dass du mir dabei geholfen hast. Aber spielt keine Rolle, wer was gemacht hat. Reite zu Loretta und sag ihr, dass die Pferde bereit sind. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank, Liebes. Okay, machen wir reiten gern zu Loretta. Das eine habe ich kurz übersprungen, aber ich habe jetzt ungefähr mir vorstellen können, was da gestanden hat, weil, ja, so wie die Quest schon hier ist. Boah, es leckt ein wenig. Nee, jetzt geht. Das war nur gerade bei dieser Ecke. Oder weil die Kamera einfach so schräg war. Oh mein, das Pferd. Ich sehe schon, ich habe gleich ein Netz, ich sehe schon. Sind die Pferde bereit für die Parade? Super, Anna. Die diesjährige Parade wird unvergesslich. Ja, ich und Tan haben uns ausgesprochen und entschieden wie letztes Jahr wieder alle zusammen. Also echt, ich bin so gespannt auf die Fortuna-Parade. Das wird fantastisch, meinst du nicht, Anna? Wenn du jetzt zu Aria reitest, kann sie dir sagen, wann die Parade beginnt. So befinden sich ja, wo du die Ballons verteilt hast. Okay, mal gucken, wann die Parade beginnt. Wetten, sie beginnt um bestimmte Uhrzeiten und 23 Uhr ist zu spät. Wetten, volle Uhrzeit. Es war gerade 23 Uhr und dann ist es gleich zu spät. Oh mein Gott, das wäre, oh mein Gott, nee. Da musst du noch eine Stunde warten, da wäre ja schon 24 Uhr. Och, nee, danke. Nee, danke, bitte nicht. Wetten so jede volle Stunde oder so beginnt die. Oder man muss einfach draufklicken oder so, keine Ahnung. Hallo, Loretta sagte, dass du hier sein würdest. Das erinnert mich voll an das Spiel Araya. Ihr Name, Aria, das erinnert voll an Araya. Ja, wirklich, wirklich. Okay. Hier startet die Parade, die zwischen Morland und Fort Pinter erstmal die Stunde entlang läuft. Und das die ganze Woche lang. Da wir Fortuna hier in Jorvik in dieser Zeit feiern, natürlich sind wir Bobcats jede Stunde dabei. Du solltest natürlich auch am Start sein. Richtig, bevor ich es vergesse. Das hier ist von Tan und Loretta für dich als Dankeschön für deine Hilfe. Ein Gleit. Was ist es wohl? Wo ist es? Ach so. Vielleicht darf ich das abgeben. Bitteschön. Okay, jetzt ist mein Inventar mal wieder verbuggt. Ich habe eine Idee, was wir jetzt noch machen können. Kurz, und dann machen wir halt eine andere Quest, aber
Hallo, hallo Kleid. Okay, warte, wir machen erst. Ich wollte nicht mal die Info hier lesen. Ja. Hallo Anna, hier startet die Parade, die zwischen Moorland und Fort Pinter einmal die Stunde entlang läuft. Und das die ganze Woche lang. Da wir Fortuna hier in Jorvik in dieser Zeit feiern. Natürlich sind wir Bobcats jede Stunde dabei. Du sollst natürlich auch im Start sein. Okay, sagt dir nichts anderes. Ja, okay, das war wohl die Information. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hingehen können. Nein? Können wir? Nee. Jorvik-Stall. Och, nee. Es wird dunkel, die Nacht bricht hinein. Ja, ja. Ich weiß genau, was du hier machst. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Oh Leute, wir haben viel zu wenig Quests. Och Mist. Wir haben nur dumme Quests, fast nur noch. Ich denke mal, wir machen erst bei Barney die Quests, weil auf die anderen Quests habe ich alle nicht so Lust. Okay, Einzelner geht noch. Pferdemarkt kann ich auch gerne mit euch noch machen, wenn es von der Zeit her nicht reicht. Aber ich werde jetzt nur diese Folge aufnehmen, weil danach werde ich... Oder vielleicht nehme ich auch noch die Samstag und Sonntag auf. Dann müssen wir auf jeden Fall... Könnte es sein... Okay, 24 Uhr wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Die Parade wird wohl nicht mehr in einem meiner Videos erscheinen, weil Mittwoch ja schon wieder ein neues Update ist. Und ich bis dahin wahrscheinlich nicht die Parade aufnehme. Vielleicht kommt die Parade ja nächstes Jahr. Und wir werden jetzt wahrscheinlich bei Barney die Quest machen. Da sie wahrscheinlich jetzt nicht noch drei Folgen lang gehen wird, werden wir dann, glaube ich, die Pferdemarkt-Quests noch machen. Und vielleicht auch noch beim Einsiedler die Quest anfangen. Und nach dem Einsiedler geht es wieder zu Nick. Oh, keine Lust, aber... Oh, weil dann werde ich wieder in dieser Eisschule. Ich sehe schon wieder diese Eisschule vor mir. Diese Eisschule, wo ich nicht drüber gekommen bin, wo ich 7 Minuten an dieser Eisschule gehangen habe. Auf jeden Fall Barney. Hallo Anna, es ist Zeit, ein paar Samen zu sehen und Kartoffeln zu pflanzen. Würdest du mir dabei helfen? Mein Rücken tut mir so weh. Hilfe von einem jungen Mädchen würde mir da gerade recht kommen. Okay. Wie schön, meine Familie und ich werden in ein paar Tagen ein großes Essen bei mir veranstalten. Und was ist besser, als ein eigenes angebautes Produkt zu verwenden? Glücklicherweise wächst Gemüse auf meinen Feldern immer sehr schnell. Es sollte also reichen, wenn wir jetzt damit anfangen. Wenn es Zeit zu sehen ist, spreche ich normalerweise immer mit Felix. Er weiß so viel über die Natur und hat ein großes Interesse an Saat. Seine Saat ist immer von guter Qualität. Kannst du dorthin reiten und ein bisschen für mich abholen? Hole von jeder Sorte ein wenig und wir werden sehen, was am besten wächst. Okay. Machen wir gerne, oh mein Gott, die Kamera zu drehen. Ich krieg's gerade nicht hin. Das Kleid wollten wir uns noch angucken. Okay, warte, gucken wir uns erst kurz das Kleid an. Niedliches Fortuna-Kleid, Typ Top. Möge das Glück immer mit dir sein. Die Fortuna Collection 2018. Verkaufspreis 10, Einschränkung keine. Es ist grün. Okay, das finde ich eigentlich ganz okay. Haben wir eigentlich auch so Bobcats-Klamotten? Ich muss gerade überlegen. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Wenn ich mich nicht irre, haben wir es nicht. Es könnte natürlich auch nicht stimmen und wir haben es. Ich weiß es aber nicht. Was ist das Kleid? Sieht eigentlich ganz okay aus. Okay, Felix. Hi Anna. Oh, natürlich. Barney hat sein jährliches Familienparty. Kaum zu fassen, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Ich habe ein paar Tüten zusammengestellt, ohne darauf zu schreiben, mit was sie gefüllt sind. Barney mag Überraschungen. Bringe diese Tüten zu ihm und bestelle ihm schöne Grüße. Machen wir gerne. Oh, mit dem Kamera drin habe ich wirklich gerade Probleme. Okay, so geht es. Okay, es leckt aber auf meinem Laptop auch ein bisschen, weil ich habe hinten dran... Das habe ich noch offen. Ach so, ich habe Shotcut noch offen, deswegen leckt das. Und ich habe noch Steam offen, deswegen leckt das. Es sind drei Freude bei Steam Online und SSO sind es. Oh, okay, nach dieser Folge, ich werde heute nicht mehr weiter aufnehmen. Funny? Ist das die Funny oder ist eine andere Funny? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Dina, die kenne ich auch. Und da habe ich schon mal erstmal eine Funny eigentlich auch. Ich kenne zwei Funnies, das weiß ich. Aber welche ist, das kann ich nicht unterscheiden. Ja, ist in meinem Club jemand online? Die sind noch nie online. Ne? Leute, die fliegen bald raus. Ne? Ja, ja. Vielen Dank, Anna. Ich kann kaum erwarten zu sehen, was aus ihnen wachsen wird.
Aber wie wir sie pflanzen, wann, wo und was auch immer, sehen wir es in der nächsten Folge. Ich glaube, die Folge geht jetzt erst 9 Minuten. Könnte auch gerade so 10 geworden sein. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, unser Pferd, das ist jetzt einfach Erde. Okay, auf jeden Fall verabschiede ich mich dann hiermit von dieser Folge. Und auf jeden Fall besser, als wenn es Erde frisst. Und sage bis zum nächsten. Oh mein Gott, der Hintergrund ist so schön. Es ist schon so ein bisschen dunkel. Aber es könnte dunkler sein. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.